Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, Ewigkeit. Amen. Die Gläubige, am Sonntag, in dem die 10 Aussätzigen geheiligt werden, erinnert uns alljährlich der heilige Augustinus daran, dass es wohl Lepra eine Krankheit ist, von der die Jesus Christus tatsächlich auf wunderbare Weise geheilt hat, aber es wird nicht das Wort Heilung verwendet, sondern Reinigung. Und die Reinigung erfolgt auf das Bekenntnis der Wahrheit hin, als nämlich die Aussätzigen weit ab von Jesus Christus stehend zu ihm rufen, erbarme dich unser, und Jesus Christus antwortet, geht zu den Priestern, zeigt euch den Priestern, in diesem Moment fand dann auch die Reinigung bzw. die Heilung statt, und somit erklärt uns und interpretiert, legt dar der heilige Augustinus, welcher eben der symbolische Sinn dieser tatsächlich also stattgefundenen Heilung der Krankheit ist. Es ist die Lepra, das Zeichen für den Irrglauben, für die Häresie, für das Bekennen eines Irrtums oder eines falschen Glaubens. Und so erklärt der heilige Augustinus, dass eben die Krankheit der Lepra sehr gut diesen Irrtum versinnbildet, da ja der Irrtum, so wie der Irrtum ja nie ganz ohne die Wahrheit bestehen kann, das ist metaphysisch unmöglich, genauso wie das Übel absolut und getrennt vom Sein ja nicht existieren kann. So ist das versinnbildet durch die Lepra, die ja den Körper befällt und ihn eben befleckt. Es ist teilweise die natürliche Körperfarbe weg und an dessen Stelle der Fleck der Lepra. Und wer nicht die vollständige, unversehrte Wahrheit bekennt, der muss weit weg von Jesus Christus stehen. Beziehungsweise der steht weit weg von Jesus Christus. Er ist weit weg von Jesus Christus und kann nur durch ihn gereinigt werden, indem er sich an ihn wendet und ihn bittet, gereinigt zu werden und vor allem die vollständige, unverkürzte Wahrheit bekennt. Und das ist ja Jesus Christus selbst, so wie uns der heilige Hieronymus heute wunderbar belehrt in den Lesungen Ambrosius, so wie uns der heilige Ambrosius belehrt in dieser Nacht. Es ist ja Jesus Christus selber, sagt er, der Glaube aller, und es ist das Bekenntnis Jesu Christi, und das alle im Glauben verbindet, und deshalb sagt er auch dann, dass die Kirche somit eine gewisse Form der Gerechtigkeit ist, weil ja dieser bekannte Glaube, weil das Bekennen Jesus Christus ja ein gemeinsames Recht aller ist, das bewirkt es, dass wir zusammen beten, dass wir zusammen handeln und dass wir zusammen erproben und prüfen. Also der Glaube an Jesus Christus bzw. Jesus Christus selbst ist das Fundament selber der Kirche. Alles steht und fällt mit dem Bekenntnis Jesu Christi. Und der Aussätzige bzw. der Heretiker ist derjenige, der das eben nicht tut. So, heute müssen wir wohl sagen, ist der Modernismus, der Glaube der Konzilskirche,
die Lepra, der Aussatz. Wie sollen wir uns also zu dieser Konzilskirche stellen? Sollen wir hinlaufen zu ihnen und sagen, bitte nehmt uns auch in eure Lepra-Gesellschaft, bitte stellt uns einen Ausweis dar, dass wir auch leprakrank sind? Der Katholik steht dem Modernisten gegenüber, indem er ihm sagt, du stehst weit weg von Jesus Christus, du bist weit weg von Jesus Christus. Selbst wenn du im Vatikan wohnst und dich weiß kleidet und Papst und Kardinal und Bischof nennst, du bist ganz weit weg von Jesus Christus. Mit dir darf man gar keine Gemeinschaft haben. Du musst weit weg sein von Jesus Christus. Darum sage ich euch, liebe Modernisten aus dem Staat der Vatikan, verlässt den Ort. Geht hinunter die Via della Conciliazione, weit hinunter, geht über den Tiber hinüber und dann ruft laut, Jesus Christus, erbarme dich unser. Dann kommt langsam zurück zum Grab des heiligen Petrus, bekennt den katholischen Glauben. Und dann werdet ihr rein sein, dann werdet ihr wieder den katholischen Glauben bekannt haben, dann werdet ihr den Modernismus ablegen, dann werdet ihr das Zweite Vatikanische Konzil widerrufen, dann werdet ihr die Völker wieder aufrufen, zu Christus sich zu bekehren, dann werdet ihr aufhören, links und rechts oben und unten international irgendwie und irgendwo und auf irgendeine Art und Weise doch immer die Weltpolitik gut zu heißen, dann werdet ihr aufhören, die Verschwörung gegen die Kirche und gegen die Gesellschaft als solche weiterhin gut zu heißen, alles immer schön und gut zu biegen, dann werdet ihr anfangen, die Sachen beim Namen zu nennen, dann werdet ihr anfangen, wieder Jesus Christus zu predigen. Dann werden auch die Christgläubigen in Europa verstehen, was sich eigentlich gerade abspielt, was dieses ganze Einreisen von Zehntausenden von christusfeindlichen Völkern bedeutet. Und dann kann wieder das Christentum entstehen, aber vorher nicht. Wenn die übrig gebliebenen Traditionalisten ja auch noch zum Lepra-Verein übertreten wollen, dann wird das Bekenntnis der Gottheit Jesu Christi sich noch mehr einschränken. Natürlich mit der umso größeren Verdienst derjenigen, die mit der Gnade Gottes Jesus Christus treu bleiben. Ja, aber eben um dies zu tun, genügt es nicht, liebe Gläubige, das zwar unerlässliche äußere, öffentliche, sichtbare Bekenntnis des Glaubens zu bewerkstelligen. Es bedarf unbedingt des Eindringens dieses bekannten Glaubens. Es bedarf absolut das Eindringen Jesu Christi selber in unsere Seelen, damit unsere Seelen von Christus selber, von seinem Glauben, in ihn selbst umgestaltet werden, auf geistige Art und Weise. So wie wir ja heute auch in der Tagesoration bitten, dass unser Glaube, unsere Hoffnung, unsere Liebe also wachse. Das ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit, liebe Gläubige, heute im Brevier lesen wir das Buch der Weisheit und da werden wir sehr ernstlich ermahnt, unser inneres Denken, unser inneres Sehnen und unser inneres Sprechen zu prüfen. Es wird uns gesagt, dass Gott einer ist, der unsere Gedanken erforscht, der unser inneres Surren hört und der die üble Nachrede, das üble Denken, das Grollen
schwer bestraft. Ja, sollten wir uns ertappen, dass wir in unserem Geiste dieses böse Denken haben, wieder den Nächsten, dann müssen wir sehr ernst mit uns ins Gericht gehen. Umso ernster müssen wir mit uns selbst ins Gericht gehen, als wir vielleicht tatsächlich Übles, nämlich von unserem Nächsten, Übles, Getanes, Verbrochenes betrachten und denken. Aber auch darin kann man sündigen. Ich kann auch sündigen, indem ich an wirkliche Sünden, wirklich vollbrachte Sünden meines Nächsten nachdenke. Wenn das nämlich mit Hass, mit Missgunst, mit Bosheit geschieht. Der ganze Unterschied zwischen Buße, Reue, zwischen brüderlicher Zurechtweisung, liebender Zurechtweisung und boshafter Anklage, wie sie ja Satan auf unserem Sterbebett tun wird. Er wird versuchen, uns zu entmutigen, indem er uns alle unsere Sünden in Erinnerung ruft und uns vorwurfsvoll vorhalten. Ganz anders ist aber das liebende und gottsuchende Gewissen, das sein Herz erforscht und seine eigenen Sünden beweint und die Sünden des Nächsten. Wehe also in unserem Herzen, wehe in unserem Herzen dieser Groll, diese üble Nachrede, dieses dunkle Denken Fuß fasst, das zerrt ungeheuer an unseren Kräften, auch an unseren Nerven, schwächt und macht uns selbstisch, macht uns auf uns selbst gerichtet und verschließt uns dem Glanz der Gerechtigkeit, die ja Jesus Christus bekennt, die dem Nächsten ja hilfreich ist, unterstützt, die jene Gerechtigkeit, die ja das Fundament ist jedes gemeinschaftlichen Lebens. Ja, sehr wichtig ist das, liebe Gläubige, dass manchmal an solchen Sonntagen uns die Kirche diese Sünden des Denkens in Erinnerung ruft, und zwar nicht nur Gedankensünden gegen die Unreinheit, sondern auch Gedankensünden gegen die Gerechtigkeit, die das Zusammenleben so unmöglich macht. Ja, jene Gerechtigkeit, die ihr Fundament, so wie uns heute auch gelehrt wird, eben in Jesus Christus hat. Jesus Christus ist das Fundament der Gerechtigkeit als eben Gottes Sohn, Gott und Mensch, den wir durch den Glauben als solchen bekennen und somit auch das Fundament ist der Kirche selbst. Und somit aber auch das Fundament nicht nur eines äußeren Glaubensbekenntnisses, sondern auch einer tatsächlichen, wirklichen, effektiven Umgestaltung unseres inneren Menschen ist, der dann also geistig in Jesus Christus umgestaltet wird. Bitten wir die allerseligste Jungfrau Maria, uns diesen wachen, wahren Glauben zu bewahren. Fides enim omnium Christus est, sagt heute der heilige Ambrosius, der Glaube nämlich aller ist Christus. Er setzt also spirituell den Glauben Jesus Christus vollständig gleich als das Fundament der Kirche. Das ist für uns ein großer Trost. Das erlaubt uns tatsächlich ohne Hass und ohne Missgunst, aber in Wahrheit die gesamte Konzilskirche als eben die von Jesus Christus weit wegstehenden
Leprakranken zu sehen. Mit dem Unterschied, dass die Leprakranken die Gnade gehabt haben, zu Jesus Christus zu rufen, um gereinigt zu werden. Und diese Konzilskirche diese Gnade nicht hat, für die wir aber nach wie vor beten, auf dass sie sich Jesus Christus zuwende, ihn rufe, dass sie auch geheilt werde und dass sie von ihrer Lepra geheilt werde und wieder katholisch werde, im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.